dass der sicherlich gleich auftretende Künstler sein Handwerk versteht und sein Publikum zu überraschen hat. Hoffen wir, für ihn wie für uns, dass er auf diesem Niveau fortfahren und nun nicht etwa auf die bestürzend unoriginelle Idee kommen möge, das Programm aus dem Zuschauerraum heraus zu beginnen. Eine derart abgestandene Dagewesenheit könnte nach dem nunmehr geweckten Anspruch niemand mehr befriedigen. Es wäre eine Enttäuschung sondermaßen, säße er jetzt etwa hier mitten unter uns im Zuschauerraum, getarnt als gewöhnlicher Zuschauer, nach außen hin scheinbar ein Inkognito wahrend, das er in seinem Innersten gar nicht wirklich gewahr zu wissen wünscht. Und solchermaßen sich verhaltend, als ziele er darauf ab, dass niemand ihn erkennen möge und doch insgeheim hoffen, dass ein jeglicher wisse, wer er sei. Und dergestalt auch von den im Zuschauerraum befindlichen realen Zuschauern erwartend, diese mögen nun alle heimlich mit dem Finger auf ihn zeigen und einander zuflüstern, dieser Zuschauer, der dort im Zuschauerraum sitzt wie ein Zuschauer, sei in Wahrheit kein Zuschauer, sondern der als Zuschauer getarnte Künstler, der sicherlich gleich in der Rolle eines Zuschauers das Programm aus dem Zuschauerraum heraus beginnen werde. Und gesetzt nun, er, der Künstler, hätte wirklich die Fassade einer falschen Identität errichtet und schritte nun hinter dieser Fassade, schlechtestmöglich verborgen, auf die Bühne, lüftete dort sein, ohnehin längst und ganz auf der Linie seiner Intentionen liegend durchschautes Geheimnis mit großer Geste, erwartete gar vom Publikum, dass es durch gespielte Überraschung mit A und O an seiner elenden Schmierenkomödie auch noch mitwirke. Wäre dieser tiefe Stand eines kaum mehr künstlerisch zu nennenden Niveaus nur noch dadurch zu unterbieten, dass er, der Künstler, wir wollen, wenn gleich Zähneknirschen, die einer solchen Bezeichnung in der Hypothese aufrechterhalten, dass also er, der Künstler, den plumpen Kniff einer zwiefach gebrochenen Identität unter Zuhilfenahme eines doppelten Inkognitos anwendete. Er säße dann, wie gesagt, hier unter uns im Zuschauerraum, getarnt als gewöhnlicher Zuschauer, schwiege zunächst, wartete das Bild ab, ließe das Bild einen Moment lang wirken, um dann plötzlich in die erwartungsgeladene Stille hineinzusprechen. Und zwar über sich selbst, jedoch so, als spräche er von einem anderen, nämlich dem Künstler, über den er, ein gewöhnlicher Zuschauer, sich ausließe. Er begänne somit das Programm aus dem Zuschauerraum heraus mit der Behauptung, er wünsche nicht, dass der Künstler das Programm aus dem Zuschauerraum heraus begönne. Er führe dann fort, pendelnd zwischen Konjunktiv und Partizip und Präsens, wobei er den feinen Unterschied zwischen Konjunktiv und Konditional wohl beachtete. Kennte er ihn nur? So also führe er fort, den Künstler zu beschimpfen, der er selbst wäre, gäbe er nicht vor, den Künstler beschimpfen, der Zuschauer zu sein. Er verberge sich quasi hinter seiner unaufrichtigen Drittidentität, in der er den Künstler auf dessen unaufrichtiger Zweitidentität schmähte. Er führte das Publikum, die Zuschauer, auf eine falsche Fährte, wie sie jedoch zugleich auf die Falschheit der Fährte, auf die sie führte, hin. Und überschritten somit die Kante zur Idiotie, die er doch nicht als die seine zu erkennen vermöchte, da er sie für die Idiotie des anderen, nämlich des Künstlers, hielt, mit dem er der Zuschauer nicht identisch sei. So schräte er dann auf die Bühne, schönte sich in dem anderen in sich selbst, erhöhte sich als Richter auf des Künstlers, die ihm in Grund und Boden verdammt sollen, glaubte verurteilen gemusst zu haben müssen und so sich zunehmend in den Schwinggewächsen einer Grammatik verheddern, welche sich gewachsen zu wähnen, er von vornherein niemals die Dreistigkeit hätte haben dürfen, fände er sich unverwegen auf der Bühne wieder. Nun mehr gänzlich dem Irrsinn des anderen Verfahren, wie dieser dem Seinen, betend, dass irgendjemand ihm hülfe, sich zu besinnen, was er hier tun lassen, sagen oder nicht sagen soll, was überhaupt zu suchen habe, da er nicht der Künstler sei, sondern ein Zuschauer, der den Künstler beschimpft, welcher vorgebe, ein Zuschauer zu sein. Und in seiner Verzweiflung endlich griff er sich die erstbeste Autorin, die er vor der Bühne lauernd vorfände, flehte sie an, seiner Stadt nun das Programm fortzusetzen, woraufhin er selbst von der Bühne fluchtartig verschwände.